Ja, ist doch okay. Wir wollen doch eh seinen Schlüssel. Wenn der einen hat. Mit dem unaufhaltsam gilt's auf jeden Fall zu bedenken. Stimmt, wirkt das auf alles, was Schaden macht, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe die falsche Rüstung an. Der Typ hier oben bei uns hat es auf jeden Fall nicht. Gang verwenden. Ist das nochmal, Mann? Can't even catch my breath. Ich habe immer Angst, woanders hinzuklicken, wenn ich was verhindern will, dass ich was mache. Der, ja, weil der Heiligtum hat, ne? Der hat keine Unaufhaltsam. Ja, der am Pfosten hat Heiligtum, der mitten in uns hat keins. Der gar nichts. Der hat mich aber gerade angegriffen, der Sack. Der unten in der Mitte hat noch zweimal. Ich überlege gerade, wer hat der in der Mitte? Na, 42% nur. Oder du schießt mit einem Level 1 magischen Geschoss auf zweimal auf den. Dann hätte er auf jeden Fall seinen Unaufhaltsam weg. Ach so, ja, stimmt. Wäre eine Methode, die da unten zu unterstützen. Oder ich schieße einen Kettenblitz auf ihn und töte einfach alle. Ja. Klingt auch gut. Oder ein Feuerball. Aber nee, dann macht er. Nee, 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 das macht. Das ist eine Verschwendung. Weil es macht ja nicht so viel Schaden. Also. Ja. Ja. Das mit dem magischen Geschoss ist eigentlich eine Idee. Machen wir jetzt noch hier auf den. Müsste nicht mehr unaufhaltsam sein. Ja, genau. Gut. Wenn ich mich verwandle, meinst du, die erkennen mich und hören auf, uns anzugreifen? Keine Ahnung, probier es aus. Ich weiß es nicht. Hallo. Schaut nicht so aus. Nö. Nee. Macht nichts. Machst du jetzt mal was? Cool. Achso, der konnte gar nichts machen. Na toll. Warum hat das. Der Ghoul ist da gerade explodiert und hat auf uns Schaden. Jawohl. Hat er. Ja? Ja. Cool. Nee, cool. Machst du? Also. Ein bisschen Platz machen. Na, immerhin. Die brauchen immer so ewig, um zu rechnen, die Schule.
um dann nichts zu tun. Ja. Mal theoretisch. Tötest du ihn jetzt? Wieso kann ich denn das Zeichen des Jägers jetzt nicht auf den drauf machen? Ich verstehe es nicht. Ich hab's. Wenn ich es benutzt habe, dann müsste ich es ja als Bonusaktion haben. Ich hab's aber weder als Bonusaktion noch als Aktion. Die Kamera ist gerade komisch. Ausgeholt hat. Okay, jetzt was? Ja. Das ist das Schöne, wenn Paladine Schaden machen. Das sind so viele tolle Zahlen. Paladin ist einfach eine coole Klasse. Hat er auf dich geworfen? Ein Stein, glaube ich. Kannst unsichtbar sein, aber du kommst meinen Geistern nicht. Hoffe ich. Befehle von Jay. Der ist Jay oder ja. Steinfürstensuppe. Neuigkeiten zum Einsatz im Konto. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass wir mit einem Hinterhalt rechnen müssen. Sobald wir... Ach, Chihira wahrscheinlich. Sobald wir die Schatzkammer erreichen... Doch wie üblich unterschätzt uns die Gilde uns. Wenn wir uns ausreichend gut koordinieren, sollten wir den Hinterhalt ohne Verluste abschütteln kommen. Der Steinfürst übernimmt das Kommando. Wenn ihr die Bankwächter rasch genug ausschaltet, könnte noch Zeit bleiben, um weitere Abhebungen vorzunehmen, ehe wir uns zurückziehen. Bringt alles zur Zisterne in der Kanalisation. Okay. Oh. So. Wo ist jetzt der nächste Gegner hier? Da. Hängt die bei dir auch so rum? Ja. So, und jetzt gehe ich vorsichtshalber hier ein bisschen weg, oder? Wenn mich die Kamera lässt. Oder auch nicht. Wenn mich die Kamera nicht lässt. Lass ihn doch mal leben. Warum? Vielleicht will ich die Bewerber mit dem reden. Der kann uns doch bestimmt mit irgendwas noch helfen. So. Nicht, dass die den töten und dann hauen die einfach alle ab. Das wäre blöd, ja.
Ah ja, immerhin. Das war gut. Gute Idee. Der einzige, der noch übrig ist, oder? Wo sie tun was? Ja. Sie tun was? Hinsprinten. Und sich in den Weg stellen, das können sie sehr gut. Da noch? Wo ist der? Ach, der ist unsichtbar, oder? Ja, ne, der liegt hier oben. Ach, der ist liegend. Ah, okay. Kommt dein Engel darüber? Nee. So weit kann er nicht. Nein. Hurra. Hä, sind die gleichen verschwunden? Nee. Was, ich müsste mal mit dem Typen gleich reden. Ich? Oder ist der weg? Ist der verschwunden? Ist der abgehauen? Ja, irgendwie ist er noch da. Ich sehe den nicht mehr. Nee, da läuft. Die Wachen sind noch da. Doch, da steht er. Ja, ich rede mal. You can tell Nine Fingers this was not my fault. She swore that mimic could swallow a bloody owlbear. Wait. You're no guild sworn. Who are you? Ich bin ein Sicherheitsberater. Das ist so rümmelig, sind einiges so unschuldig. You're missing your motley, Jester. We softened our defenses to lure that bastard in. Nine Fingers wants the Stone Lord dead. With what he cleared from our vaults, he's got enough gold to make himself a lord in truth. You saw what he did to that mimic, eh? Would you take him head on if you thought you could just play along instead? Yes, sir, Stone Lord, sir. Shall we open the account in your name or the Absolute's? Just step this way to your special deposit box. Don't mind the teeth. No one mentioned he might have some old crone dropping in as backup. As chairman of the Fellowship of Financiers, I can assure you we'd reward you well for the return of the coin he took. Not for us, you understand. For the common Baldurian. Who knows what he's planning to do. Vielleicht behalten wir es auch einfach. Ja, ich glaube auch. Wie viel wurde gestohlen? Try all of it. Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we
lead him into the private vaults. But still, Lord Baldurian's waking up poor tomorrow. What he can do with that kind of coin, doesn't bear thinking about. Compassion for your fellow folk? Or maybe just good sense? That much money only paints a target on your back. In our hands, it keeps the city ticking over. Stock in merchant stalls, food in hungry bellies. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Feel free to poke around this place and it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Me, I've got ledgers to amend. Ah, wir dürfen quasi alles mitnehmen, was wir hier finden, hat er gesagt, oder? Ja, du kannst doch den Zauber klopfen, mach hier mal auf. Wo? Hier im Tresor. In der Schatzkammer. Ich rede mal kurz mit diesem Toten hier. The corpse regards you lifelessly. Ich rede mal kurz mit so einem Angreifer. Ja, ja. Look out below. Aha. Shape. Ups. Sorry. Change. Double Ganger. Was wolltest du sagen? Was meint ihr mit unten? Achso. City. Under. City. Wo finde ich Ohren? Das wissen wir ja schon. Also, nicht wirklich, aber. Bringer of Death. No. To our master. Minsk is dead. Stone Lord lives. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Hey. Hast du dich aufmachen? Was ist das Ding hier? Ungültiges Ziel. Da steht, man kann mit Klopfen aufmachen. Ne, verzauberte Sicherheit steht da. Ja. Die Ach so, nein, Kunst. Der verhindert. Ja. Okay. Ja. Und ganz kurz. No traps, please. Okay. Wie machen wir das dann auf? Gar nicht. Müssen wir warten, bis uns der Typ einen Schlüssel gibt. Warten? Oder dafür sorgen? So, speichern und wir finden raus, ob er einen Schlüssel hat. Oh, Stufe 30. Knapp drunter. Hey, was? Das Schloss. Hä? Ich konnte das nicht knappen. Ach so, ich bin verwandelt, deswegen konnte ich es nicht knappen. Ich kann es nochmal probieren, wenn du mir
Knacki-Werkzeug gibst. Kannst du eine 30 überhaupt würfeln? Nee, aber wenn man eine 20 würfelt, dann schafft man es auch so. Huch. Guck mal, da war noch ein Typ versteckt. Ach Gott, Heiligtum. Kannst du das mit Flächenschaden machen? Ja, kann ich schon. Vielleicht verliert er dann die Konzentration. Ist auch keine Konzentration, glaube ich, oder? Wenn es nicht von ihm kommt. Ach, stimmt, wenn es nicht von Konzentration kommt, aber anscheinend. Hä, woher kommt es dann? Vielleicht ist das einfach was, was die grundsätzlich haben am Anfang. Ich wüsste halt gerne, ob der Typ einen Schlüssel hat oder nicht. Schlüssel zu einer Truhe am Verladedock. Habe ich gefunden. Schlüssel zur Truhe in einer Schatzkammer. Schlüssel zur Truhe am Verladedock. Ich finde hier lauter Schlüssel gerade. So, da kommt eine Wache. Ist egal, die sind ja nicht. Ich darf hier reinfassen. Was denn das Verladedock? Waren wir da schon? Aber ich glaube, wir machen für heute auch jetzt nochmal Schluss. Weil Emilia bestimmt morgen früh um 6 Uhr dasteht, weil sie Geburtstag feiert. Ja, stimmt. Also wenn du so nett wärst, du speichern könntest. Ja, mach ich gleich, Moment. Und switch bloody jobs. So.
Speichern, speichern. Gespeichert. Vielen Dank. Und dann eine gute Nacht. Und ja, keine Ahnung. Morgen weiß ich noch nicht. Aber Samstag spätestens wieder. Wir sehen uns ja morgen dann. Morgen Nachmittag. Genau. Bis morgen. Ciao. Bis dann. Gute Nacht. Ja, dann danke fürs Reinschauen. Eventuell, falls jemand da ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.